Rorbe hier. Willkommen zurück, Freunde, zur neuen Folge von Sam und das war. Ich habe mein Theomas auf 6 Sterne. Leider habe ich verpasst, mir die ganzen Essenzen zu farben. Da war Release-Date vom Update und da bin ich einfach nicht zugekommen. Ist auch nicht ganz so schlimm. 15% Crit-Rate geht dann nochmal hoch. Das kann ich verkraften. Das sind die Stats gerade. Bin ganz zufrieden. Hab auch schon in den Fähigkeiten, ja, ein Devilmon fehlt mir hier noch, aber der erste ist auch nicht ganz so wichtig. Der hier dreifach crushed, darum geht es einem, dass der Deathbreak reingeht und der Damage natürlich kommt. Ich freue mich immer noch riesig, dass ich ihn endlich habe. Ich konnte ihn im Raid auch schon das ein oder andere Mal benutzen. Gerade in der Groggy-Phase macht er hier das Schild runter. Das ist wirklich schon sehr gut. Also das kann man gut gebrauchen. Auf jeden Fall braucht man das in dieser Groggy-Phase. Wir machen erstmal einen Wish und holen uns wie immer nicht den Light in Darknet 5 ab, sondern holen uns eine Fee mal wieder. Oh, 15 wahrscheinlich, ja. Rune, Command, Rune, wäre auch mal wieder was. Oh, ah, ich dachte schon. So, in dieser Folge wollte ich euch eigentlich den nächsten Raid zeigen. Bei mir ist noch Donnerstag, ich nehme einen Tag eher auf, weil ich Freitag nicht da bin. Und ich habe ein fucking Problem. Und vorneweg muss ich zuerst sagen, rest in peace, alle Early- and Mid-Game-Player. Denn dieses Update bringt euch gar nichts. Das ist fuck, krass, kommt doch was. Was los mit euch? Erstmal in diesem Riss teilnehmen zu können, muss man, glaube ich, Riss der Welten hier Phase 1 schaffen. Und ganz ehrlich, wer Phase 1 schafft, der schafft hier, weiß ich nicht, 200.000 oder sowas. Und dann soll man extremst viele, das ist wirklich viel für Leute, die gerade mal 200.000 schaffen oder so, soll man hier den Homunculus farmen? Boah, das ist so übel. Zudem die neuen Runen. Lass uns mal die neuen Runen, Verbesserung sagen wir mal einfach mal, braucht man auch vom Windbeast und Dunkelbeast. Das heißt, die ganzen Leute, die im Raid noch nicht teilnehmen können, für die ist das ganze Update ein Scheiß. Das hätte ich nicht gedacht, come to us. Wieso? Das Einzige, was wir hier dekorieren, warte mal, was ist hier los mit den Gebäuden? Hier zum Beispiel. Ja, nice. Zauberer. Zauberkristall. Auch nur davon. Ihr tut mir echt leid, ich bin bei euch, Leute. Alle haben sich wahnsinnig gefreut. Und dann habt ihr das Update bekommen und denkt, na toll, was soll ich damit? Ich hab noch nicht mal Raid. Shit. Come to us. Ich hätte es echt anders gemacht. Wieso haben sie nicht den Homunculus in so Entwicklungsphasen eingeteilt? Also ich, wenn man das Spiel startet, dann ist er noch so ein Baby-Homunculus, kann vielleicht, hat nur eine Fähigkeit, ist vielleicht so ein Tugstar. Da muss man ihn hochleveln. Zum Beispiel wird er dann stärker, wenn man einmal Giants 10 geschafft hat, dann hat man so ein Item, das kann man denen geben, dann entwickelt er sich zum 3-Star und so weiter. Ich weiß nicht mehr. So, oder erreiche mit einem Hit 10.000 Damage, wenn du das geschafft hast, wird er wieder stärker. Oder mach alle Szenarien einmal durch auf 3 Sterne und dann kriegst du wieder ein Item und du gibst ihm das und er wird wieder stärker. So, das war wirklich das ganze Spiel, Early, Mid-Game, Late-Game, End-Game, immer wieder entwickelt und er immer wieder so stark ist, wie wir gerade auf dem Level sind. Das wäre nice gewesen, hätte jeder was davon gehabt. Nein, wir müssen hier endlos farmen. Für die Leute, die hier Triple S schaffen, ist das kein Problem. Aber für Leute, die gerade mal so ein bisschen schaffen, ist das ganz schön tricky. Und das finde ich ein bisschen schade, irgendwie kommt das. Warum kommt das? Hätte mich mal einstellen sollen. Aber okay, ich wollte euch eigentlich in anderen Dungeons zeigen, aber auf Automodus ist das, selbst bei mir, ich spiele über ein Jahr, keine Ahnung, ein Jahr, 3 Monate, bei einem Monster. Ich sag mal hier, was hier steht, sind alle recht gut. Die Runen sind auf 2, 6 und 4. 6-Star Max mit HP, Speed, irgendwas. Das heißt, die sind schon richtig krass. Und trotzdem ist es mega hart. Mega hart. Und das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Und außerdem ist es hier mega lucky. Und jetzt habe ich gerade mal ein bisschen Glück gehabt mit Sigmarus, dass er die weggeballert hat. Also für mich ist es echt auch noch ein Takt zu hart. Was ich machen werde, ist auf jeden Fall, ich fahre mit den Homunculus natürlich. Diese paar Dinger da, die kriege ich schon irgendwie zusammen und dann schauen wir mal, wie stark er ist. Einige von ihnen, was ist das von ihnen? Einige von der Gilde haben schon den Homunculus bei uns, vielleicht auch ein oder anderer Kumpel von euch und so weiter. Wie gesagt, bei mir ist gerade noch Donnerstag,
Ich weiß es noch nicht ganz genau, wie stark er ist, aber ich denke mal, morgen wird das nächste Video kommen. Vielleicht habe ich doch bis Sonntag, werde ich ihn haben. Und dann schauen wir uns erstmal in Ruhe an. Für die Leute, die vielleicht im Early Midgame sind, die sehen davon gar nichts. Das ist echt schade irgendwie. Das ist echt schade. Ich rede hier über die Raids und so und viele Leute können überhaupt nicht teilnehmen daran. Die sehen nur zu und denken, ja, nice, da bin ich in einem Jahr vielleicht. Ja, ehrlich, das dauert bestimmt ein Jahr, bis man hier ist. Ein Jahr Spielzeit bestimmt. Vielleicht schaffen es ein paar Leute im halben Jahr, dass sie das erste Mal beitreten können. Aber das bringt auch nichts, weil sie vielleicht nur 100.000 oder 200.000 Damage machen. Bam, in your face, das war's schon wieder. Ah, come to us. Ich bin gerade so auf der Kante, muss ich sagen, dass ich sage, okay, der Content ist was für mich, aber hart an der Kante. Hart an der Kante. 721.000 auf Auto, okay. Theo Maas steht noch. Er steht immer als Letztes. Er überlebt immer eine Runde und hittet nicht nochmal. Der hat schon seinen unsterblich geprockt. Was kriegen wir? Ja, es geht. Also wenn ich das so weiterfahre, dann kriege ich meine Mats schon zusammen für meine Monculus. Aber wir können noch mal kurz in das Lichtwies bekämpfen. Full Damage. YOLO One. Scheißegal. Guck dir das an. Purer Damage auf der Backline. Mehr Damage geht gar nicht. Die AP benutze ich nur, weil sonst Colleen und Bella abnippeln. Und selbst hier die Stats, okay, meine Gewaltruhen sind langsam am Ende. Aber das ist eigentlich schon recht krass. Def, HP, ACC brauche ich auch nicht unbedingt. Raid und so weiter. Ich wünschte, es wäre Rune Removal Day, ey. Dann könnte ich so richtig mir ein paar Monster aussuchen für die ganzen Dungeons, zumindest für das Wasser, Feuer und Wind, damit ich den Monculus bekomme. Light brauche ich nicht unbedingt, den brauche ich nicht für einen Monculus. Aber okay, wir müssen ein bisschen Geduld haben, das wird alles schon. Wir gucken uns kurz Light an. Er macht einfach nur so ein Schild, was wir natürlich versuchen, schnell wirklich runterzuholen. Möglichst, obwohl Ren ist ein bisschen blöd hier, merke ich gerade, weil sie Multi-Hits macht. Single-Target wäre besser, Tasha war hier besser aufgehoben. Tasha macht Single-Target. Bei Theomas geht's eigentlich noch. Ich brauche den Armor Break auf jeden Fall beim Groggy. Colleen natürlich mit dem Buff, richtig nice. Attack Buff immer drauf. Speed fehlt mir noch. Speed ist hier noch ganz wichtig. Und was mir allgemein fehlt, sind Frontline-Monster. Ich habe kaum Frontline-Monster. Wenn ich so einen Panda bringe, der macht einfach keinen Schaden. Und Heiler vorne ist schon recht nice, aber Colleen und Bella halten auch nicht so viel aus, dass ich hier in die dritte Phase komme. So, 561.000 Damage. Ah, schade, jetzt habe ich hier Ren drin. Ne? Mit Tasha wäre es wahrscheinlich ein bisschen mehr geworden. Die Multi-Hits sind ja doch schon recht scheiße. Okay, was geht hier ab? 815. Auch alle fleißig am Leveln und so weiter. Aber Leute, tut mir echt leid für die das ab... die einfach nichts machen können mit dem Update. Kommt das? Das musst du nächstes Mal ein bisschen ändern. Das Einzige, was wir machen können, ist Deko und Paket kaufen. Yeah, come to us. Come on, Kohle. So, wir haben 700.000. Oh, da geht noch was. Ich hoffe, ich komme doch in den zweiten Groggy-Zustand. Überlebt. Nice, okay. Gewalt ist ja auch auf jeden Fall die richtige Rune. Ich muss unbedingt Dragons farmen. Oh, fuck, Colleen. Bitte kommt doch in... Oh nein, das wird nichts. Ist hier schön. Ulti kommt. Mist, Redden habe ich hier drin. Ich muss auf jeden Fall Tasha rein. Dann hätte ich's geschafft, denke ich mal. Das ist schon viel Damage. Das Schild haut das Schild runter. Okay, 730.000, aber jetzt... Die Oma ist überlebt. Vielleicht noch irgendein anderer? Mal. Schade nur, ja. Aber 730.000. Wenn ich zumindest A farmen könnte. A wäre schon nice. B und was weiß ich, das ist alle so... Wah. Das ist alle nicht so wirklich. Wir kriegen 2, okay. Besser als nichts. Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt die nächsten Tage versuchen, mir den Homunculus zu farmen. Ganz klar, zur Not mache ich teilweise... Gerade bei Feuer ist es wichtig, dass man die Ads wegmacht, links und rechts. Da werde ich wahrscheinlich ab und zu mal manuell machen, damit ich schön A-Rank bekomme. Aber so sieht es momentan aus. Wie gesagt, bei mir noch Donnerstag. Ich bin dran, Leute. Ich farm ihn. Dann zeige ich ihn euch natürlich. Ich habe mir die ganzen Skills auch noch nicht wirklich angeguckt. Ich will mich
quasi nicht selber spoilern. Aber wir machen aber diese fucking Kiste aus und holen uns noch Unbekannte. Ja, yeah, oh, ist das? Oh, eine neue Rune. Und Flatstead. Fuck you. Weg dem Scheiß. Komm, wir machen noch einen auf. Das ist cool hier. Das können die neuen Leute auch machen. Aber irgendein Piss hier holen. Unbekannte Schriftrollen. Das macht richtig Spaß. Einen holen wir uns noch. Und. Oh. Speed. Aber Forster. Das brauchen wir nicht. Ja, komm. Einen noch. Oh, mystische. Okay, die machen wir auf. Forster leider. Aber die mystische machen wir auf. Holen uns mal eben Dead Five ab. Das wäre jetzt richtig krass. Oder Würde oder Shazoon. Please. Okay. Random Review of the Day, wie man das schon sagt. Kein Lightning. Kommt das. Ist ja was ganz Neues. Und was kriegen wir? Ein fucking Beerman, den ich noch nie gesehen habe, dass hier irgendeiner spielt. Kann da noch was? Kein Monster fahren. Da sieht man schon mal, ist keine Ahnung. Noch nicht mal einer hier hoch gemacht. Oh, doch hier. Schlägt dreimal mit einem Kinnhaken zu. Jeder Angriff hat eine Chance von 15%, den Fight eine Runde lang zu betäuben. 15%! Food. Okay, Leute, das war's für heute. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.